Ein herzliches Hallo aus einem sehr verregneten und etwas kalten Ort auf den Azoren. Wir dachten, wir melden uns mit einem kleinen Update, wie es uns geht nach der ersten Passage jetzt von der Atlantiküberquerung West-Ost. Und ja, wir sind vor einer Woche circa angekommen hier. Nach einer Überfahrt, die schon irgendwie anstrengend war, also überraschend anstrengend. Yeah. Nicht auf die Art und Weise, wie wir es erwartet hätten. Erwartet hätte ich, dass wir mal so richtig hohen Wind und hohe Wellen sehen werden. War aber irgendwie das Gegenteil davon. Ja, es gibt ja die zwei Möglichkeiten, von dem, was die Segler Angst haben, entweder zu viel Wind oder kein Wind. Wir haben sehr, sehr oft keinen Wind gehabt, also wir haben tagelange Flauten gehabt mit spiegelglattem Wasser, haben Tiefs verpasst leider, weil wir ein bisschen zu langsam waren. Das hat sich dann so ergeben, aber ja, war dafür sichere Überfahrt. Ja, also teilweise ist Ankerplatz-Feeling aufgekommen, wenn wir so versucht haben, bei 3-4 Knoten zu segeln. Aber ja, all in all war es okay. Die letzten 3 Tage waren dann nochmal etwas anstrengender, weil wir da den Wind genau auf die Schnauze bekommen haben und dann da hochkreuzen mussten, was natürlich am Ende von so einer langen Passage eine ziemliche Geduldsprobe ist. Und ja, haben auch ein Bewegchen mitgebracht von der Überquerung, nämlich ein kaputtes Wand, die Forward Diagonals, ja, also die unteren Seitenwanden eigentlich, ja. Die ist gerissen, haben wir aber relativ zeitig gemerkt bei unserem täglichen Rigcheck und haben das dann abgespannt, abgesichert und hatten das so ganz gut im Griff. Ja, also es war nicht sehr angenehm damit noch, vor allem dann am Ende gegen den Wind und gegen die Welle zu stampfen, aber es ging. Also, ja. Der Grund ist wahrscheinlich gewesen ein schlechter Trim. Wir haben es von einem Rigger machen lassen. Schlechter Rig-Trim, nicht Segeltrim, möchte ich dazu sagen. Genau. Wir haben sie in Martinique das letzte Mal machen lassen. Der Rigger hier hat gemahnt, wahrscheinlich waren die Wanden ein bisschen zu locker, darum hat der Mast einfach ein bisschen, ist er oft auf Spannung gegangen und eben nicht auf Spannung und hat eben dann so gepumpt und da kann das dann eben reißen. Wir haben da, also gerade wenn wir gegen angesegelt sind, gegen 2-3 Meter Welle, dann ist halt das einfach eine Belastung für den Bereich des Rigs und da wird es wahrscheinlich dann passiert sein. Das ist jetzt keine große Sache, es passiert mehreren Seglern jetzt bei so einer Überfahrt, mit dem muss man rechnen, ja. Ja, jedenfalls sind die neuen Wanden, also weil wir tauschen natürlich dann wieder beide Seiten, bestellt und konfektioniert und werden morgen montiert. Und dann sind wir eigentlich startklar für den zweiten Teil der Überquerung und ja, wir werden wahrscheinlich noch ein paar Tage hier bleiben, auf ein gutes Wetterfenster warten und dann lossegeln Richtung Lissabon. Und wir haben auch entschieden, dass wir dort dieses Boot verkaufen werden. Was ein bisschen früher oder überraschender kommt als gedacht, auch für uns. Aber wir haben euch ja beim letzten Mal im Livestream erzählt und auch schon davor angekündigt, dass wir gemeinsam mit dem Gerhard Schöchel und dem Bootsbau Rügen an einer neuen Blauwasserserie arbeiten und es liegt auf der Hand, dass wir dann natürlich auch früher oder später unser eigenes Boot segeln werden. Und ja, so wie es aussieht, wird das eher früher als später sein, weil mit zwei solchen Partnern gibt es nur ein Gas, nämlich Vollgas. Ja, und es ist natürlich schweren Herzens, weil wir nicht 6 Monate Refit in dieses Boot gesteckt haben, mit dem Ziel, es gleich wieder zu verkaufen. Es sind mehrere Szenarien durchgegangen, aber es ist einfach so, Boot kostet in der Erhaltung auch viel Geld. Es steckt sehr viel Kapital drin, genau. Das wir jetzt natürlich auch gut brauchen können für das neue Projekt. Und darum kommt es ein bisschen plötzlich, aber wir müssen halt das auch ein bisschen rational sehen und müssen halt ein bisschen fast schon kaltschnäuzig sein, aber es funktioniert leider halt nicht anders. Lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Genau. Einmal kurz das Pflaster abziehen. Und ja, ich glaube, dass dieses Boot sicherlich einen neuen guten Eigner finden wird. Es ist eigentlich bereit für richtige Weltumsegelung. Also es gibt fast, ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt irgendwie was dran hinderlich ist, es nicht zu machen. Es ist in einem sehr guten Zustand. Es ist ein schönes Zuhause. Genau.
sehr gemütlich. Und da haben wir gesagt, lieber machen wir es so, dass wir einen neuen Eigner suchen, der was das wirklich benutzt, dass wir lassen das jetzt ein Jahr irgendwo in einem Haufen stehen und vergammeln wieder. Ist besser so. Ja. Wir können uns dann so wirklich voll auf das neue Projekt konzentrieren und fokussieren und wissen, dass das Boot das tut, wofür es gebaut wurde, nämlich Segeln. Ja. Und sie segelt wirklich toll und genau. Wir haben ein kleines Exposé zusammengestellt und auf unsere Website gestellt. Den Link blende ich euch ein und verlinke und alles Mögliche. Wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Boot seid, das vielleicht genau dieses Konzept ist, dann schaut euch das in Ruhe durch. Wir haben super viele Infos da reingepackt und auch natürlich eine Kontaktmöglichkeit. Und wir haben uns vorgenommen, in Lissabon eine Woche für Besichtigungen Zeit zu nehmen und hoffen dann, dass wir sie an einen neuen Eigner recht zeitnah übergeben können. Genau. Also es wäre super, wenn wir das schaffen würden, einen aus der Community, wenn nicht, dann werden wir es eben öffentlich inserieren. Ja. Aber genau, ist natürlich wieder mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Wir freuen uns auf das neue Projekt. Das ist eine Möglichkeit, die kommt eben nicht so oft im Leben und die wollen wir auch voll ergreifen und uns voll darauf konzentrieren können. Und so kommt es eben. Jetzt sind wir auf jeden Fall auch noch gespannt auf den zweiten Teil der Überfahrt. Das sind jetzt ein bisschen über 1000 Meilen, ist also ist noch eine Etappe, aber keine so lange mehr. Gefühlt sind wir schon wieder fast da und nehmen euch natürlich gern wieder auch über unseren Live-Tracker mit. Wir werden mitfilmen. Wir haben auch auf der Überfahrt fleißig Material gesammelt und freuen uns schon, euch das zeigen zu können. Und ja, das kommt dann, wenn wir wieder auf europäischem Festland sind. Genau. Bis dahin, alles Liebe und bis bald.